Als es der Vienna 2014 wirtschaftlich schlecht ging, habe ich mir überlegt, was ich tun kann, um unseren Verein medial attraktiver zu präsentieren. Ich bin Fotograf, also überarbeitete ich ein Layout und Anfang 2016 war es dann soweit und ich konnte meine ersten Spielerfotos machen. Danke an den Konstantin Aurel, der mich da tatkräftig unterstützt hat. Danke an den Richard Christek, der mich gefördert hat und mich immer wieder angespornt hat, mit diesem Stil an Spielerfotos weiterzumachen. Aber mein größter Dank geht an die Karin Rieder. Danke, Karin, für dein ganz tolles Layout, die meine Bilder noch spektakulärer gemacht haben und den medialen Auftritt noch außergewöhnlicher gemacht haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Fotos für unsere Vienna. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich alle unterstützt habt. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass der Stil dieser Bilder von einigen Vereinen kopiert worden ist. Und ja, dass wir auch sehr viel Lob bekommen haben, nicht nur von Fans, von Fußballfans, sondern auch ja, von Spielern, von anderen Vereinen. Ich wirklich ganz tolles Feedback bekommen habe und ja, das macht mich stolz, dass ich mit euch und durch euch diese Bilder entstehen lassen haben können. Danke. Hallo Fans und Freunde der Vienna. Heute ein Vlog in eigener Sache. Ich möchte euch über eine Veränderung bezüglich meiner Tätigkeit für unsere Vienna informieren. Die Vereinsführung ist an mich herangetreten, um mit mir einige Punkte, die meine Arbeit für unsere Vienna betreffen, zu besprechen. Ich wurde dabei informiert, dass der Verein eine Unvereinbarkeit zwischen meiner unentgeltlichen Arbeit für den Verein und meiner Tätigkeit mit Kammern Vienna sehen. Dabei orten sie ein Loyalitätsproblem, da ich absichtlich oder auch unabsichtlich Informationen, also interne Informationen an euch weitergebe, die dem Verein schaden könnten. Nun, ich respektiere diese Meinung, auch wenn ich diese Befürchtung nicht teile, da es keinen Gewissenskonflikt bei mir gibt. Kammern Vienna ist kein offizieller Kanal des First Vienna Football Club. Kammern Vienna ist ein privater Fankanal, der meine private Meinung und Ansichten wiedergibt, der uns Vienna-Fans präsentieren soll. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Meinungen zu Vienna haben, dann bitte wendet euch direkt an das Büro des Vereins. Um es kurz zu sagen, mit sofortiger Wirkung beende ich schweren Herzens meine Tätigkeit für den Verein. Ob es das war? Noch lange nicht. Jetzt geht's erst richtig los. Also, Kammern Vienna!